Hey Leute, willkommen zu Part 104 von Let's Play Mass Effect Andromeda und leider müssen wir feststellen, dass es das auch in der Zukunft, 600, 700, 800 Jahre in der Zukunft in der Andromeda-Galaxie gibt. Es gibt hier die Gefahr einer Pandemie und wir müssen dieser Strahlungsspur folgen. Auch wenn es die Navigation sehr interessant ist, aber... dieser hier. Und verhindern, dass sich hier eine sehr, sehr ansteckende, speziesübergreifende Seuche ausbreitet. Okay, dann würde ich mal sagen, Systemansicht. Anomalie auf den Sensoren. Okay. Hier. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Okay. Komet Tamokos Pfeil. Dann fliegen wir doch mal zu dem. Gibt's da schon die nächsten Scan-baren? Nein, das ist nur wirklich nur ein Komet. Platin-Vorkommen, oh wie schön. 34 Platin, das ist schön. Das tut gut beim Bau von N7-Panzerung, glaube ich. Da braucht man, glaube ich, Platin dafür. So, ansonsten fliegen wir jetzt mal die anderen Planeten ab. Das sind ja relativ viele hier. H523. Schön anzusehen. Dieser Komet hier. Hier gibt es nichts zu scannen. Dann fliegen wir mal zu Mosives. Also Mosives eigentlich. Der sieht aber auch sehr steinern aus. Gibt's auch nichts. Dann nehmen wir mal Mosiba mit Doppel-I alles hier geschrieben. Würde mich mal interessieren, ob das angarische Namen sind oder ich sag jetzt mal. Ah. Oder Namen aus der Milchstraße. Mosiba. Tekunis sagt mir jetzt auch nichts. Ah. Schicke Sonde aus. Jawohl. Außer so ein großes Mineralienvorkommen. Beryllium. Bestimmt auch nicht verkehrt. Weiß jetzt im Augenblick nicht, wofür man das braucht, aber bestimmt nicht verkehrt. So, dann fliegen wir zu Mosino. Alles aber Gesteinsplaneten, so wie es aussieht. Keine Gartenwelten oder so. Winweiko, ah, das ist mal ein anderer Name. Andere Struktur, anderer Aufbau. Und auch eine andere Oberfläche. Anomalie geortet. Aha. Der ist aber hell auf der Sonnenseite. Einmal im Kreis. Schicke Sonde aus. Ah, hier. Satellit entdeckt. 50 Milchstraße Forschungsdaten erhalten. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir fast fertig, oder? Sloha. Slova. Mit H. So. Ah, ein blauer Planet. Aber hier gibt's nichts. Wahrscheinlich schon mehr als zu Genüge entdeckt. So, wo müssen wir denn weitersuchen? In Sorbray-System. Da ist auch Eladen. Da fliegen wir aber noch nicht nach Eladen. Aber ins Sorbray-System, um die Seuche aufzuhalten. Da fliegen wir hin. Überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Hm. Aha. Ah. Asteroid. Oh, nochmal. Dachte ich mir doch. Da musste ja noch... Danke, Sumi. Schicke Sonde aus. Strahlungsspur. Erhalte Scandaten. Da fliegen wir hin.
ist identisch. Okay, sie ist in diese Richtung. In diese Richtung? Weitere 55 Milchstraße? Okay. Hier gibt's keine Anomalien mehr. Wo führt's uns denn jetzt hin? In das ANASA-System? Ich bin gespannt, wie viele Spuren wir hier noch verfolgen müssen, Leute. Aber es ist wichtig, weil sowas muss man frühzeitig unter Kontrolle bekommen, weil sonst könnte das in Helios sehr ungemütlich werden. Die Funksignale von dem schwarzen Loch sind unglaublich hier draußen. Das Lied der dunklen Seite der Schöpfung. Okay. Ja, weil der Harry hat uns das ja auf den Sensoren eindringlichst mitgeteilt. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Okay, nochmal eine Anomalie. Raumschiff-Wrack. Schicke Sonde aus. Strahlungsspur. Anomalie gefunden. Ich fliege mal zu dem Raumschiff-Wrack. Ich dachte schon, dass wir das Raumschiff von der Gesuchten, Ruth Becker hieß sie, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Aber das ist wohl ein anderes Wrack. Okay. Weiter zur Strahlungsspur, Leute. Britzel, britzel. Da funkt es noch ganz schön. Weiß gar nicht, ob das im Weltraum überhaupt geht. Physikalisch, meine ich. Die Strahlungsspur passt zu den bisherigen Scans. Das ist unser Shuttle. Ja, aber wo ist es denn? Wo ist sie hin, unsere Ruth? So Minae. Da ist Kadera, okay. Das sind dann alle Systeme, auch die wir dann so nach und nach dann scannen müssen, also die Planeten fertig scannen. Jetzt will ich erstmal diese Seuche aufhalten. Durch unsere Reisen gewinnen wir langsam einen besseren Überblick über die Geißel. Ich frage mich, ob das nur in Helios so ist oder überall in Andromeda. Ich empfange etwas. Eine Anomalie nehme ich mal an. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Noch eine Strahlungsspur. Pathfinder, die Scans bestätigen, dass die Spur des beschädigten Shuttles zu einer Landestelle auf der Oberfläche von Kadera führt. Nein. Wir müssen nach Kadera. Ja gut, dann würde ich aber mal sagen, dieses System scanne ich mal flink. So flink wie möglich. N48. Nicht, dass ihr hört, meint, wir wären hier auf dem falschen Planeten unterwegs. Keine Anomalie. So. Red Quarryike. Das könnte irgendwas Quarianisches sein. Vom Namen her, meine ich. Okay. Suriko. Wieder ein Gesteinsplanet. Anomalie auf den Sensoren. Okay, zeig's uns so. Etwas im Orbit. Sonde unterwegs. Wieder ein Satellit. Anomalie gefunden. Oh. Wrackteile. Okay. Übrigens ein hübsches Shuttle. So kaputt. Sieht's gar nicht aus. Ein bisschen kaputt. Aber teilweise noch ganz brauchbar, hätte ich gesagt. Okay. So. Angeblich zu 50% durch. Da unten noch was? Nö. Okay. Wir werden mehr als 50% der Planeten hier jetzt gescannt haben. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen gewundert. 66.
Avelosa. Was hast du hier? Ich empfange etwas. Ah. Wingardium Avelosa. Hier. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. Mhm. Milchstraße Forschungsdaten. 100%. Okay. Solminae haben wir also jetzt mal gescannt. Dann fliegen wir doch mal ganz geschwind nach Cadera. Nochmal, die Seuche muss aufgehalten werden, Leute. Und besser, wir machen das gleich, dann haben wir es hinter uns. War Gavork haben nicht irgendein Held der Kroganer? Held? Eher ein Idiot, mit sehr viel Glück. Vielleicht haben sie das System wegen des Nebels nach ihm benannt. Der Abschnitt da sieht ein bisschen aus wie ein Kroganer. Ich kann's nicht... Oh, jetzt sehe ich's. Nett. Ach, nett. Sind jetzt im Orbit von Cadera. Landezone für Cadera Port. Das ist aber das einzige... Der Barry-Trausch. Der Barry-Trausch, Verzeihung. Habe ich die noch nicht? Muss ich da erst ganz normal auf die Landezone? Ich dachte, das wird mir hier separat vielleicht angezeigt. Na, dann geht's los. Der Barry-Trausch, das war das eine, was der Salavianer in dem... Krellas Song war das, glaube ich. Oder war das unten in den Slums? Bin mir nicht mehr sicher. Von uns haben wollte. Ob es seinem Vermesser geht. Okay. Hallo, Cora. Dich habe ich nicht vergessen. Aufzug in die Slums. Dich habe ich nicht vergessen. So, jetzt schauen wir uns doch mal kurz auf die Rüstung. Was habe ich denn hier? Helm, Initiative Helm. Helm sieht normal aus. Dann habe ich hier. Aufklärung. Initiative Aufklärung. Keine Ahnung. N7 Panzerung 3. Ja, die lassen wir mal. Und N7 Panzerung 3. Oh, die Zweier könnte ich. Gut, dann würde ich sagen, wen nehmen wir alles mit? Cora natürlich und Vetra, dich tauschen wir mal gegen... Ach, gegen Liam würde ich sagen. Zur Abwechslung mal. Eine reine Menschentruppe. Puh, Leute, der Weg in die Slums ist schon immer ein sehr langer Ladescreen, das muss man schon sagen. Ah, okay, jetzt kurz auf die Karte geguckt. Wo? Hierhin? Och, und da haben wir noch gar keinen Aufklärungsposten. Oi, da können wir ja... Das ist ja fast am geschicktesten. Wir fahren hin. Okay, Leute. Dann rufen wir mal den Nomad. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das mit der Seuche... Kein Wunder, dass es toxisch ist. Die Scheiße brennt. Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Aber wir haben es doch schon geheilt, das Wasser. Ja, Puh, also schon... Cara. Von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden Sie in Ordnung? Ja. Fanatische Citadel-Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl. Was machen wir hier, Leute? Wir kümmern uns um die.
Sehr gut, Cora. Wir haben beide die gleiche Idee gehabt. Einer ist noch da. Hinter dem Felsen vermutlich. Sehr cool. Bam. Okay, gleich Lithium gefunden. Sehr schön. Okay. Puh. Hier nichts zum Scannen. War sozusagen viel Feind, wenig Ehr. So. Oh, da ist noch was. So. Weiter geht's. Mal ein kurzer Blick auf die Karte. In der nächsten Gabelung rechts und dann links. Kampfbereit machen! Schon wieder? Scott, hast du denn jetzt gesehen? Bam! Kennt jemand ein paar gute Seemannslieder? Soll ich mir auch einen Papagei aus dem Hintern ziehen? Liam, nein, wirklich nicht. Was ist das für ein Spruch? Seien Sie vorsichtig. In einem solchen Lager werden uns unsere Beziehungen nicht viel nutzen. Wie man schon gleich merkt. So. Ich würde mal sagen, relativ schnell abgehandelt. Und gleich geht's weiter. Wir halten uns bei sowas nicht mehr lange auf, Leute. Genau, da vorne geht's dann rechts ab. Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein. Ach nee, da mache ich jetzt darum nicht mit. Darum geht's dabei doch. Das hat sowas Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn falls nicht, sterben sie. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Richtige tun. Ich weiß. Okay. Halt. Die Gabelung nach links war schon richtig. Oh, da geht's aber steil hinauf. Ein bisschen beschleunigen. Oh nee. Ohne Allradantrieb geht da gar nichts. Tatsächlich. So, Leute. Ah, wir sind über den Berg Kullenstal. Waren wir da schon? Ah, das war, glaube ich, das mit der vergifteten Filteranlage. Da waren wir schon. Ja, Leute, nach rechts hoch muss ich... Das ist noch ein Stückchen weiterer Weg. Wir werden uns mal noch hier oben diesen Pass hier noch erklimmen. Aber dann machen wir eine Pause und sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Mass Effect Andromeda. Und dann hoffe ich, dass wir diese Seuche ein für alle Mal in den Griff bekommen. Denn ganz ehrlich, das Thema an sich habe ich schon die Nase voll. Aber es ist eben so, wir tun, was getan werden muss. Ich glaube, das ist das, was uns als Helden so auszeichnet. Also Leute, einen heldenhaften Gruß und bis zum nächsten Mal. Ciao.